So, meine Damen und Herren, mal kurz was zeigen. Das ist alles, was von dem Verdichterrad, was ich beim letzten Testlauf ja, nicht zerlegt, aber wo der Lufteinlauf gestriffen hat. Wir haben hier 90 mm. Im Original war der Einlauf mal 94 mm. Das heißt, 4 mm im Durchmesser sind flöten gegangen. Und wir haben gerade eben bekommen, DHL Express bestellt am 8.6. Heute ist der 11.6. Ein neues Rad. Dieses Mal 95 136 Konfiguration 8 plus 8. Den pullen wir jetzt einfach mal ab. Eieiei. Man sieht schon, der Einlauf ist, naja, natürlich im Gegensatz zu dem defekten Rad etwas größer. Der Auswurf auch. Und der Abgangswinkel ist etwas steiler, was sich hoffentlich endlich mal positiv auf den Schub und auf meinen Verdichterdruck auswirkt. Na? Schönes Ding wieder mal. Der Sonnenschein ist fertig und glänzt hier wie verrückt. Jetzt ist wirklich alles soweit. Top. Liegt ein bisschen schief wegen der Stütze vom Nachbrenner. Und innen habe ich mich jetzt mal mit Keramikcoating versucht. Mal sehen, ob man das überhaupt irgendwie erkennt hier. Hallo, so, wir haben heute hier das neue Setup, beziehungsweise einfach nur die Turbine etwas verändert, weil ja beim letzten Lauf der Lufteinlauf aus Kunststoff beziehungsweise Teflon einfach weggeflogen ist. Jetzt habe ich den hier aus Aluminium geformt und der erste Testlauf steht kurz bevor. Sonst ist alles gleich geblieben. Das Verdichterrad hat sich noch geändert, aber das hatte ich ja schon erwähnt. Bin ein bisschen aufgeregt. Aber gut,
ja eigentlich nicht das erste Mal, dass ich das Ding hier zünde. Fernsteuerung an. Abgastemperatur 27 Grad. Pumpe sollte laufen. Jo. Ja, dann Gas. Jawohl. Außer dass hier alles tropft an meinen Spritverbindungen, war das ja schon mal gar nicht so schlecht. Das duftet endlich mal wieder nach Kerosin. Wunderbar. Es war erstmal wieder schön, parfümiert zu sein mit Kerosin. Aus, aus, aus. Ja, der Sound hat sich natürlich geändert durch den 8 plus 8 Verdichter. Und jetzt werden wir uns mal diese Keramikgeschichte angucken. Das sah nämlich beim Laufen, ach schade, hier löst sich's ein bisschen ab. Eigentlich tipptopp aus. Oh, es ist noch ganz schön heiß hier drin. Also es ist hoch, warm, fest bis über 1400 Grad. Bei 1600 Grad soll es sich verflüchtigen. Da sehen wir hier schon die ersten Ansätze. Da oben auch. Na? Und im Flammrohr selber auch schon ein Spot weg.
Aber bin zufrieden soweit. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt brenne ich diese Ecke hier ab, weil die andere Ecke da ganz hinten hat sich schon längst wieder erholt. Da ist schon wieder alles grün, falls hier nochmal Beschwerden kommen wegen, du Umweltsünder. Also Unkraut wächst immer. Das sind ja auch nur, was heißt auch nur, es sind natürlich Pflanzen, aber es sind hauptsächlich Brennnesseln und Disteln. Awesome!